Hallo und ganz herzlich willkommen im Börsenjahr 2022. Mein Name ist Edda Vogt, ich stehe hier auf dem Frankfurter Parkett und begrüße heute Jan Altmann. Wir machen weiter mit Börse at Home, solange Sie weiter mitmachen. Und das sieht wirklich gut aus. Und heute haben wir ein ganz besonderes Thema, finde ich, zum Jahresanfang. Denn neben Fitnessstudio, Sport, Gewicht, Gesundheit etc. denken ja viele von Ihnen auch zum Jahresbeginn besonders über ihr Geld nach. Was muss ich tun? Was sollte ich tun? Was kann ich tun? Was kann ich besser machen? Und ein ganz wichtiges Thema an der Stelle ist für langfristige Investoren, auch für kurzfristige, aber heute ist eher so das Langfristige unser Thema, ist die Ausgleich, das Ausgleich von Unwuchten in ihren Depots, die entstanden sind durch Kursvariationen, also durch Kursveränderungen. Wenn die eine Anlageklasse steigt, dann hat sie natürlich ein stärkeres Gewicht. Darüber spreche ich heute mit Jan. Er ist der Spezialist für das Thema, was ETF-Portfolios angeht. Schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung und auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer ein schönes neues Jahr. Ja, war ja ein aufregendes Börsenjahr 2021 und mal sehen, was uns jetzt erwartet. Das Thema Rebalancing, ja, also steht sicherlich zum Jahresbeginn mal an, vielleicht auch generell. Und ich denke mal, um das Thema erschöpfend zu erklären, sollten wir erstmal klären, worum geht es dabei? Wo wende ich das überhaupt an, Edda, oder? Ja, genau. Also, Edda hat schon gesagt, ich bin von der ETF-Seite dabei und ETFs sind passive Anlageinstrumente. Und damit kann ich ganz toll eine langfristige Strategie umsetzen, die nennt sich dann Buy and Hold. Also ich lege mir eine Strategie zurecht und halte die langfristig durch. Aber wenn ich das natürlich mache, dann bin ich konfrontiert mit Schwankungen in meinem Portfolio, denn meine Werte, in die ich investiere, die schwanken ja sozusagen täglich, wenn ich in ETFs investiere. ETFs werden an der Börse gehandelt, also sogar während des Tages schwanken die Werte. Und das führt letztlich dazu, angenommen, ich habe mal ein Portfolio angelegt mit 50% Anleihen und 50% Aktien, weil ich das für mich persönlich entsprechend eingerichtet habe, dann kann das sein, nach einem guten Aktienjahr, so wie wir es letztes Jahr gesehen haben, ich meine, der MSCI World hat fast 30% an Wert gewonnen letztes Jahr, dann kann das durchaus sein, dass die Aktienkomponente in meinem Portfolio erfreulicherweise schön gewachsen ist und die Anleihen, na gut, die haben dann eher traurig so einen kleinen Verlust von 2% abgeliefert, aber natürlich das Portfolio, so wie es sein sollte, auch stabilisiert in seinen Schwankungen. Das heißt, ich habe ein Gesamtportfolio, da habe ich ein schönes Wachstum, aber ende jetzt mit einer relativ großen Position an Aktien beispielsweise. Und dann stimmt das ja nicht mehr, was ich mir ursprünglich mal zurechtgelegt habe. Also dem Buy and Hold zugrunde liegt auch der Gedanke, dass man nicht nur eine strategische Gewichtung zum Beispiel bei Aktien oder Aktienstrategien sich zurechtlegt, sondern über mehrere Anlageklassen. Ne? Breite Streuung, passives Investment, das alles gehört dazu. Und dann sage ich ja zum Beispiel ganz bewusst, ich will ein 50-50-Portfolio, nur beispielhaft, entsprechend für mich einsetzen, indem ich sage, 50% Aktien, die sollen die Rendite produzieren und 50% Anleihen, am besten in Euro, da habe ich kein Währungsrisiko, das ist meine Sicherungskomponente. Also in diesem Universum bewegen wir uns, wenn wir jetzt über das Thema Rebalancing sprechen. Und Und genau, dann ja, sprich weiter. vielleicht noch kurz ergänzt, es ist auch gar nicht so ungewöhnlich, ne, sich das ab und zu mal anzugucken. Denn wenn ich in Indizes investiere, dann macht ein Teil der Arbeit für mich sogar der Indexanbieter. Ja, die Deutsche Börse berechnet den DAX 40. Da sind 40 Werte drin und die verändern sich ja auch andauernd eigentlich im Wert, ja, im fortlaufenden Handel in Sekundenbruchteilen. Und deswegen wird dieser Index viermal im Jahr entsprechend in seiner Gewichtung angepasst, damit das wieder stimmt. Also die Entwicklung nach, die Gewichtung nach Marktkapitalisierung, damit das wieder auf quasi null gesetzt wird, wird das jedes Quartal einmal überprüft. Also da habe ich in dem Indexprodukt bereits ein Rebalancing, was mir so ein ETF quasi kostenfrei liefert. Aber wenn ich eben mehrere ETFs einsetze, dann muss ich schauen, stimmt meine Strategie denn noch? Zum Beispiel zum Jahresbeginn. Wie genau gehst du dann vor? Also was sind Herangehensweisen für Anlegerinnen und Anleger? Also mein Tipp wäre, in drei Schritten vorzugehen.
oder vielleicht drei Phasen ungefähr mit einzuplanen. Und das erste wäre, ich gucke überhaupt mal meine Allokation an. Also wie sind jetzt Anleihen und Aktien beispielsweise, wenn ich die jetzt im Portfolio habe, wie sind die verteilt? Passt das eigentlich noch zu meiner Lebenssituation? Haben sich vielleicht meine Lebensumstände verändert? Bin ich jetzt vielleicht risikobereiter? Möchte ich mehr mit Aktien arbeiten? Oder nähere ich mich einem Auszahlungszeitpunkt für das, was ich da beispielsweise auch angespart habe? Möchte ich da mehr Anleihen mit reinnehmen? Also das ist der erste Schritt, den man vielleicht vornehmen sollte. Dann passe ich meine Risikogrenzen an. Vielleicht habe ich auch besondere Volatilität gesehen, also besonders viel Schwankungen im letzten Jahr. Das hat mich irgendwie beunruhigt. Dann mache ich das ganze Portfolio vielleicht ein bisschen risikoärmer und mische mehr Anleihen zu oder Cash, ja, ist auch gut zum Zumischen, damit das Portfolio weniger schwankt. Also das wäre so ein erster Schritt, den man unternehmen kann, so eine grundsätzliche Prüfung dieser Buy and Hold Strategie. Und das zweite wäre eine regelmäßige Überprüfung, dass ich mir also ein Intervall setze, in dem ich mir das regelmäßig anschaue. Und da muss man jetzt nicht so große Bedenken haben, dass man das jede Woche machen müsste oder vielleicht sogar jeden Monat. Das reicht in der Regel jährlich aus. Denn so groß sind die Schwankungen dann auch nicht, dass ich sehr, sehr anfällig werde. Ja, den Nachteil, wenn ich das einmal im Jahr mache, ich muss mich überwinden. Ne? Ich muss, wenn ich jetzt schöne Performance mit Aktien gemacht habe, dann muss ich die schönen Aktien verkaufen und Anleihen dafür kaufen. Also ich verkaufe was, was gut gelaufen ist und kaufe dafür was, was nicht so gut gelaufen ist, um meine Strategie wiederherzustellen. Das ist, braucht erstmal ein bisschen Überwindung. Außerdem ist es so, wenn ich das machen würde, wenn ich also tatsächlich das eine gegen das andere tausche, dann habe ich ja zwei Transaktionen. Also ich muss das eine verkaufen, das andere kaufen. Das, was ich verkaufe, ist ja in der Regel dann gut gelaufen. Nicht nur, das kostet nicht nur Überwindung, sondern auch Steuern. Sollte man sich vor Augen führen, wenn ich einen ETF verkaufe, dann muss ich Steuern bezahlen für die Erträge, die dann entstehen. Die sind steuerpflichtig. Also muss ich eben gucken, wird das von meinem Freistellungsauftrag vielleicht abgedeckt? Ich habe ja 801 Euro einmal im Jahr frei für Kapitalerträge. Oder muss ich damit rechnen, dass vielleicht entsprechende Erträge zu versteuern sind? Das macht der Broker auch vollautomatisch bei ETFs. Nur das sind ja eher vorgezogene Kosten, oder? Weil ich muss ja eigentlich davon ausgehen, dass ich irgendwann für den Gewinn Steuern bezahlen muss. Das stimmt, aber in der Zwischenzeit produziert das natürlich Zins und Zinseszins. Okay, Ich ja. habe auch so eine Art Vorabbesteuerung. Also wir wollen jetzt nicht in die Tiefen der ETF-Besteuerung einsteigen. Aber es gibt so eine Art Vorabbesteuerung, wo tatsächlich dann zum Beispiel bei thesaurierenden ETFs, die nichts ausschütten, wo dann tatsächlich eine Steuer auftreten kann, die dann zum nächsten Jahresbeginn dann auch berechnet wird. Aber die basiert auf einem sogenannten Basiszinssatz. Und aufgrund der Zinssituation, die ja die Zentralbanken geschaffen haben, ist dieser Basiszinssatz negativ. Also gibt es im Moment keine Vorabbesteuerung. Und wichtig auch noch zu wissen, meistens sind es ja dann doch die Aktien, die besser gelaufen sind. Von den Gewinnen müssen nur 70% versteuert werden, wenn es ein reiner Aktienfonds ist. Auch wichtig zu wissen. Das nennt man Teilfreistellung. Also bei Aktien sind 30% der Erträge zum Teil eben freigestellt von der Besteuerung. Das soll eine kleine Entschädigung sein gegen die Quellensteuern, die zum Beispiel ja direkt im ETF abgeführt werden, für Dividenden, die eingenommen werden. Also Wenn das ich wäre jetzt so die aber dieses Steuersituation. die Steuereffekte vermeiden möchte, was habe ich dann für Alternativen? Da gibt es eine ganz smarte Alternative. Allerdings muss man die sich auch leisten können. Ich könnte statt das eine gegen das andere zu tauschen, einfach das, was zu wenig in meinem Portfolio ist, nachkaufen. Also angenommen, an Anleihen habe ich jetzt nicht so viel, dann kaufe ich eben nach und würde das dann in die Anleihen investieren. Ist auch wieder ein bisschen Überwindung erforderlich, denn ich kaufe ja etwas, was in der Vergangenheit nicht so gut performt hat. Aber beim passiven Investment gehen wir davon aus, dass wir den Markt sowieso nicht timen, schätzen, prognostizieren können. Das heißt, ich weiß auch gar nicht, ob das nicht vielleicht sogar ein guter Kauf ist, wenn ich das, was in der Vergangenheit gut abgeschnitten hat, jetzt eben eher abgebe oder weniger allokiere. Also Buy and Hold oder passive Anlagestrategie basiert auch darauf, dass ich keine Prognose abgebe in der Erkenntnis, dass sich längerfristige Prognosen für den Markt sowieso nicht lohnen.
dass eigentlich eine aktive Vorgehensweise und Markttiming in der Regel nicht funktionieren. Also das wäre die zweite Methode, die regelmäßige. Kann ich auch gleich noch erklären, wie sich das schön umsetzen lässt, praktisch mit ein paar Tipps. Ist gar nicht so schwierig, wie es jetzt klingt. Und dann gibt es noch eine Version, die ist aber wirklich abhängig von der Marktsituation. Also nicht regelmäßig, sondern angenommen, man ist wirklich, ja, der Kapitalmarkt befindet sich in einer Krise oder taumelt in eine solche. Auch dann verschieben sich die Anlagegrenzen bei mir. Und da kann ich natürlich überlegen, selbst wenn so eine Krise nicht so lange dauert, wie jetzt beispielsweise das, was wir gesehen haben letztes Jahr im März, vorletztes Jahr muss man jetzt sagen, ja, wir sind ja schon in 2022, vorletztes Jahr im März, die große Unsicherheit über die Corona-Pandemie, der Markt brach also wirklich innerhalb eines Monats um über 35% ein. Da könnte ich natürlich auch sagen, ja, okay, Mensch, das, was da eingebrochen ist, das kaufe ich doch jetzt mal kräftig nach. Da habe ich einen super günstigen Einkauf und ich habe keine großen Steuernachteile. Und schwupps, stimmt auch schon wieder die Allokation in meinem Portfolio. Aber erstens muss das Cash vorhanden sein dafür. Und zweitens ist das Timing natürlich auch schwierig. Ja? Befinde ich mich jetzt an der Talsohle der Krise oder am Beginn oder wann erholt sich's wieder? Von daher wäre das so ein bisschen als Extrem-Rebalancing vielleicht zu bezeichnen. Und also fasse ich mal Nerven kurz dafür zusammen. Einmal im Jahr schauen, dann einfach an seine Strategie halten, um mit diesem mit dieser Scheu, die man ja hat, das zu verkaufen, was gerade gut performt, umzugehen, einfach strikt ans Muster halten. Aber sollte es zu einer massiven Bewegung kommen, was ja durchaus passieren kann, die dann zu nutzen, um innerhalb dieser Jahresperiode sozusagen nochmal zu rebalancen. Genau, genau. Es heißt auch nicht automatisch, wenn man das Rebalancing jährlich macht, dass man damit einen großen Vorteil in der Wertentwicklung hat. Das muss man sich auch vor Augen halten. Also wenn ich einen Nachbarn habe und der macht das nicht, hat aber ansonsten das gleiche Portfolio, dann kann das durchaus sein, dass der nach einem Markt, der jetzt viele Jahre nach oben gegangen ist bei Aktien, da tatsächlich eine bessere Performance aufweist. Allerdings ist er sich vielleicht auch nicht darüber bewusst, dass er deutlich empfindlicher und angreifbarer ist gegen Krisen, weil nämlich seine Sicherungskomponente geschrumpft ist. Also auch das sollte man sich vor Augen halten. Das Rebalancing mache ich eigentlich für die Strategie. Und zur Risikokontrolle, genau. Genau. Ja, finde ich ein ganz wichtiger Punkt an der Stelle. Und dass wir auch nicht vergessen, dass wir tatsächlich jetzt diese 13, 14 Jahre Hosse hinter uns haben. Und dass das ein ziemlich einseitiges Bild ist, wenn man das einfach nur auf diesen jetzt gerade kurzen Zeitraum zurückbezieht. Ja, genau. Also wenn ich das in den letzten 3, 4 Jahren konsequent gemacht habe, Rebalancing, dann kann das sein, dass ich da sogar ein bisschen schlechter abgeschnitten habe, als wenn ich es nicht gemacht hätte. Generell kann man sagen, wenn der Markt von Jahr zu Jahr schwankt, dann habe ich in der Regel wahrscheinlich einen Vorteil. Aber wenn er einem langfristigen Trend nach oben folgt, dann habe ich eher einen Nachteil. Aber das lässt sich für im Voraus oder für die Zukunft nicht sinnvoll berechnen. Ja. Und man sollte sich auch vor Augen halten, angenommen, ich habe jetzt mal mit einem 50-50 Portfolio angefangen. Ja, wenn das dann 51 zu 49 ist, dann ist das auch kein Beinbruch. Ja, wir reden hier nicht über eine exakte Wissenschaft, weil wir uns wappnen für die Zukunft, die wir sowieso nicht prognostizieren können. Also wenn das dann 53% sind versus 47, selbst das ist noch etwas, wo man sich überlegen kann, soll ich da wirklich eine Transaktion machen oder nicht. Mhm. Wenn ich jetzt aber rede von zum Beispiel 40 zu 60 statt 50 zu 50, da sollte ich vielleicht mal überlegen, ob ich da ein bisschen was tue. Je nachdem, wie groß die Summen sind, die ich da bewegen muss. Also das wären so drei Möglichkeiten, die man sich überlegen kann im Hinterkopf für das Rebalancing. Und wie gehe ich das ganz praktisch an eigentlich? Also jetzt mal angenommen, ich habe eine größere Summe investiert, 10.000 Euro, dann gucke ich mir jedes Jahr das mal an. Am besten auf Asset-Klassen-Ebene. Also ich teile meine Anlage in Risiko, das wären zum Beispiel Aktien, und in Anleihen. So hätte ich mich jetzt mal hypothetisch aufgestellt und ich mache das jetzt nämlich smart mittels Nachkaufen. Und wie gesagt, das muss nicht besonders exakt sein. Wir haben da ein Tool bei Just ETF, da könnte ich vielleicht mal an einem Portfolio zeigen, wie das funktionieren kann. Na, ich versuche das mal einzuschalten hier. So, jetzt müsste man es eigentlich sehen können. Das ist ein Portfolio, habe ich angelegt im Oktober 2020.
Ein virtuelles wohlgemerkt, das ist nicht ein Ausschnitt von meinem Brokerkonto. Daraus sind jetzt über 12.000 Euro geworden. Und man sieht hier, es wurde mit 50-50 angelegt. Das ist die Anlagestruktur im Zeitverlauf. Das ist die aktuelle. Also aktuell habe ich 58,75% Aktien und ich habe Anleihen knapp 40%. Dann habe ich außerdem nicht aufgepasst. Ich habe hier ausschüttende ETFs drin. Das hat mir eine kleine Kasseposition beschert. Auch das bringt ja eigentlich, also entweder ich rechne das zu den Anleihen dazu oder ich muss es eben reinvestieren. Eigentlich ist es unerwünscht, wenn ich sage, ich habe Anleihen und Aktien entsprechend. Ich habe jetzt hier zwei ganz normale Standardprodukte der Einfachheit halber einfach ausgewählt. Das ist ein MSCI World ETF und ein europäischer Staatsanleihen-ETF. Die sind hier aber wirklich nur exemplarisch drin. So, wie gehe ich jetzt vor beim Rebalancing? Also wie schaffe ich es, dass hier diese blaue Fläche und die rote Fläche wieder im Verhältnis 50-50 stehen? Da könnte ich jetzt hergehen und muss kräftig rechnen. Ich muss mir zumindest die aktuellen Preise ja mal besorgen für die jeweiligen Anteile. Oder ich drücke hier einfach diesen Knopf. So. Und dann rechnet unser System zumindest das hier aus. Und das sagt jetzt, ich müsste hier 17 Anteile vom MSCI World verkaufen, weil eben der Aktienmarkt gut gelaufen ist. Und ich müsste 6 Anteile vom Anleihen-ETF kaufen. Und da wird natürlich dann, da fließt der aktuelle Preis ein von den Anteilen. ETFs werden ja fortlaufend gehandelt, damit man die Stückzahl hier richtig berechnen kann. Das ist wichtig zu wissen. ETFs kosten unterschiedlich viel, selbst auf den gleichen Index. Ja? Also es ist ja nicht so, dass ich einen DAX-ETF habe und der automatisch jetzt 16.000 Euro kostet, nur weil er den DAX folgt. Ja, DAX-ETFs gibt es, der kostet dann einer 63 Euro und der nächste 16 Euro. Also muss man das eben entsprechend berücksichtigen, den Preis des ETFs, wenn man sich das ausrechnet. Also man muss das gesamte Volumen anschauen. Also wo ist es für meine 10.000 Euro aus dem Tritt geraten? Oder 12.000 sind es ja jetzt glücklicherweise. Und wie ist das mit dem Preis? Das teile ich einfach den Anpassungsbedarf durch den Preis und dann habe ich diese Stückzahlen. Jetzt habe ich ja vorhin gesagt, es wäre jetzt ganz smart, eigentlich das Ganze durch Nachkaufen mit einer Einzahlung wieder herzustellen. Und selbst das kann ich mir ausrechnen lassen. Also hätte ich jetzt 1.961 Euro übrig, dann könnte ich mit dieser Position direkt das Portfolio wieder auf 50-50 bringen und ich muss keinen Cent Steuern bezahlen für die Aktienkomponente. Ja, und dann, zack, ist es auch erledigt. So, jetzt bin ich aber nur so weit, dass ich jetzt mal weiß, wie die Größenordnung aussieht. Ich kann das jetzt nochmal zeigen. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Von Portfolio, das ist noch viel unordentlicher. Das ist jetzt mal 2008 angelegt. Und das enthält sogar Edelmetalle, also Gold in diesem Fall. Und das ist mal so angelegt worden, da waren irgendwie, ich glaube, ja, 50% waren da Aktien, 40% Gold, 40% Anleihen, 10% Gold. Sieht man hier unten an den ETFs, die da verwendet wurden, sind auch mehrere ETFs drin, wird also ein bisschen komplizierter. Da ist ein Emerging Markets ETF drin, der MSCI World ist drin. Dann sind zwei verschiedene Anleihen-ETFs drin, einer für Unternehmensanleihen, Corporate Bonds, einer für Staatsanleihen, das heißt ein Government Bond und ein Goldprodukt. Erscheint hier relativ teuer, ist aber genutzt. Alle Produkte gibt es eben schon seit 2008. Und deswegen konnte ich das Portfolio so weit in die Vergangenheit vorverlegen. Ja, und dann schön habe ich das angelegt, gell? Und dann lief jetzt das Portfolio über Jahre und Jahre und Jahre. Und da sieht man, oh, hier, ja, Gold ist gut gelaufen. Und auf einmal hatte ich 20% Gold im Portfolio. Ich wollte aber nur 10 haben. Also ganz schön aus dem Tritt geraten, dieses Portfolio. Anleihen sind da im Wert nach oben geschossen. Naja, das waren die Jahre der Eurokrise 2011, 2012, Vertrauenskrise an den Märkten, Eurokrise. Das hat dazu geführt, Aktien sind eingebrochen im Wert, also ist der Wert der Aktien dadurch geringer gewesen, einfach um das ein bisschen zu erklären. Und dann habe ich auch geschlampert, weil ich tatsächlich ausschüttende ETFs habe und da ist die Cash-Komponente immer größer geworden. Will ich strategisch eigentlich auch nicht. Also wenn ich vorher gesagt habe, ich will kein Cash, will ich es auch hinterher nicht drin haben. So, und auch hier könnte ich jetzt entsprechende Anpassungstransaktionen vornehmen. Und man sieht, das wäre schon besser gewesen, ich hätte es einmal im Jahr gemacht. Ja? Denn wenn ich das jetzt drücke hier, auf Rebalancing, dann komme ich da auf ganz schöne Summen. Jetzt rechnet er
Und da sieht man, ich müsste, da ich 1, 2, 3, 4, 5 Produkte im Portfolio habe, müsste ich 5 Anpassungstransaktionen vornehmen. Und das ist auch mit 100.000 Euro begonnen worden, dieses Portfolio, sind mittlerweile 200.000 draus geworden. Das heißt, wenn ich hier 1.274 Stücke MSCI World habe, davon 259 verkaufe, das sind auch größere Posten, die durchaus was ausmachen, wo ich gucken muss, dass mein Broker da nicht zu teuer ist, was die Transaktionskosten letztlich angeht. Und da können wir auch gleich noch ein bisschen was dazu sagen. Generell, wie gehe ich vor? Also angenommen, ich mache das eben nicht mit einer Einzahlung. Die 71.000, die hat vielleicht nicht jeder so in der Portokasse rumliegen, die nötig wären, um dieses verschlamperte Portfolio wiederherzustellen. Ich hätte also 5 Transaktionen und davon 1, 2, 3 Verkaufstransaktionen und 2 Kauftransaktionen, die ich ausführen müsste mit dieser Stückzahl zu diesem Zeitpunkt gerade. Kann sein, dass sich das manchmal kurzfristig verändert, wenn so ein Wert mal 1 bis 5% schwankt am Tag. Also bei denen, die Sie hier, die Werte, die Sie hier sehen, die machen das nicht. Aber wenn der Wert am Tag schwankt, da kann es mal zu Rundungsfehlern kommen und da kann die Stückzahl ein bisschen abweichen. Ja, also diese große Zahl der Transaktionen, die muss ich selber ausführen. Also erstens, ich muss wissen, wie viel. Und zweitens, ich muss dann 5-mal eine Order an die Börse geben. Ja, und das ist Eddas Spezialität. Wie mache ich das am besten? Du sagst immer mit Limit, ne? Immer mit Limit und am allerbesten mittags. Das ist so, auch statistisch sehen wir, dass da die indirekten Transaktionskosten am niedrigsten sind. Also für Sie sind ja einmal die Preisspanne zwischen dem Angebotspreis auf der einen Seite, also Verkaufspreis und Kaufpreis ist ja ein Kostenfaktor und auch die Marktgerechtigkeit von so einem Preis. Also wie passend ist der wirklich zu der Situation? Und da ist so eine Faustformel mittags. Und grundsätzlich auch, finde ich, eine legitime Faustformel, 1% mehr darf das nicht kosten, so eine Transaktion. Und dann gerade bei 5 Transaktionen, und wenn Sie das zweimal im Jahr, also einmal im Jahr machen mindestens, dann sind Sie ja schon bei 10 Transaktionen, nämlich einmal verkaufen, einmal kaufen, falls Sie nicht nachkaufen können, dann diese 1% mal drauflegen, dann ist das schon ganz plausibles, vernünftiges Vorgehen. Und aber eine Frage, Jan, was mache ich bei Sparplänen? Ja, vielleicht bleiben wir noch ganz kurz. Also Sparpläne hätte ich auch einen Rat. Ja, kommt gleich. Vielleicht ganz kurz nochmal zu den Transaktionskosten drauf zurückzukommen. Also je mehr ETFs ich habe, desto wichtiger ist es, dass ich auch in meinem Depot niedrige Brokerkommissionen habe. Und da gibt es eine ganze Menge Angebote von den Brokern mittlerweile. Und da muss man eben schauen, bei was für einer Generation von Broker bin ich. Und wenn ich zum Beispiel über Xetra handle, was wir immer gut finden, weil die Liquidität auf Xetra sehr hoch ist, dann bezahle ich so um die 4 € etwa bei den günstigsten Brokern für einen Xetra-Trade, plus noch weitere Transaktionskosten, die die deutsche Börse an die Broker weitergibt und die dann weiterreichen. Also man wird wahrscheinlich so pro Trade pauschal bei Summen liegen zwischen 6 und 8 € pro Transaktion. Wenn ich jetzt aber diese 5 ETFs habe, habe ich das schon mal 5. Das geht natürlich zu Lasten der Rendite, ist aber noch keine Riesensumme. Wenn ich jetzt aber so ein 100.000er-Portfolio, wie Sie es eben gesehen haben, rebalance, dann sind die Summen schon relativ hoch. Wenn ich bei einem Broker bin, der ein pauschales Gebührenmodell hat, fein. Wenn ich bei einem Broker bin, der aber 4,90 € pro Transaktion nimmt, plus zum Beispiel, wie es häufig üblich ist, 0,25 nochmal in Höhe der Transaktionshöhe, dann kann das sein, dass ich da gerne schon mal bis zu 30 € bezahlen muss bei einem größeren Portfolio pro Position fürs Rebalancing. Und da muss ich immer ja dreimal überlegen, mache ich das jetzt oder mache ich es nicht? Ja, lasse ich da vielleicht beim Gold alle 5 gerade und passt das gerade nicht an? Also da ist so ein bisschen Rechnerei durchaus angesagt und da sollte man auch überprüfen, wenn man das macht, ob man wirklich das günstigste Depot jetzt letztlich betreibt, was möglich wäre für einen. Also die Angebote sind alle da, kann man super vergleichen und im Voraus auch abschätzen, was das kosten wird. Wenn ich jetzt nur 2 ETFs habe und das mit einer Nachkaufstransaktion mache, naja, dann ist das höchstwahrscheinlich zu verkraften, wenn man da entweder 6 € bezahlt oder 10 €. Das sollte jetzt nicht das Problem sein. Also das wollte ich noch zur Einmalanlage sagen. Das ist wichtig, das muss man sich im Hinterkopf behalten. Das Vielleicht auch tritt noch eine dann. Ergänzung.
Ich finde es auch relativ wichtig, gerade wenn man jetzt so schon ein bisschen länger sich gleiches Portfolio anschaut und zwischen den einzelnen Anlageklassen rebalanced, auch innerhalb einer Anlageklasse zu gucken, ob man da jetzt, also so, aber auch jetzt auch nochmal auf einer zweiten Metaebene, wie viel Emerging Markets Aktien habe ich tatsächlich, wie viel wirklich will ich wirklich haben? Und auch da mal zu gucken, ob es nicht Sinn macht, das ein bisschen auszutauschen. Und umso mehr lohnt sich da natürlich auf die Gebührenpolitik der eigenen Bank zu schauen. Wenn man dann bei einer teuren Bank ist und man rebalanced noch innerhalb einer Anlageklasse, dann wird das natürlich noch mal deutlich mehr. Ja, also das kann ich nur unterstreichen. Sollte man gut aufpassen. Also wenn man sich ein schönes Weltportfolio gebaut hat, es ist eben ein kleiner Aufwand, das dann letztlich auch anzupassen. Und Hinweis, Emerging Markets ist sehr gut, denn die Industrieländer haben sich bedeutend besser letztes Jahr entwickelt als die Schwellenländer. Na, ist maßgeblich auch durch China und Brasilien zustande gekommen, die Entwicklung. Und das führt natürlich dazu, dass ich dann auch deutlich weniger Schwellenländer in meinem Portfolio habe und ein eventuell Klumpenrisiko bei den Industrieländern. Und auch das ist etwas, was vielleicht, wenn ich es mir einmal im Jahr angucke, nicht wünschenswert ist und was ich wieder auf Null zurückstellen möchte. Mit der gleichen Konsequenz natürlich, dass ich gesehen habe, Industrieländer toll gelaufen und das soll ich jetzt verkaufen. Also da muss man sich eben ein bisschen überwinden und eben überlegen, mache ich eine Anpassungstransaktion, dann ist es nicht steuerlich relevant oder verkaufe ich was und realisiere damit Erträge, aber vielleicht bleibe ich ja im 801-Euro-Sparer-Pauschbetrag, wenn ich den anderweitig nicht in Anspruch genommen habe. Was Ja, dann würdest du hattest du. empfehlen? Ja, Ja, bitte. wie geht man mit sehr volatilen Anlageklassen um? Also wenn ich jetzt, was weiß ich sage, ich habe 5% Krypto-Basket in meinem Portfolio. Das ist ja in sich schon mal ein bisschen diversifiziert, wenn es ein Basket ist, aber es ist an sich ja extrem volatil. Und dann habe ich eine Stichtagsbetrachtung am ersten. Oder wie würdest du das rebalancen, diese Kryptoanteile, die inzwischen ja viele haben? Ja, ich glaube, der Bitcoin hatte eine Volatilität von um die 80% oder so aufs Jahr gerechnet. Und das ist natürlich haarsträubend. Und ich würde sagen, seriös rebalancen kann man das eigentlich gar nicht. Also je mehr Volatilität drin ist, desto kurzfristiger müsste ich das Rebalancing eigentlich durchführen. Also am Ende bei Kryptowährungen, da landet man ja fast bei einer wöchentlichen Rebalancing-Frist, wenn man sich diese Volatilitäten anguckt. Oder man sagt einfach, naja, man kauft halt eine bestimmte Zahl Anteile und lässt die liegen. Also beim Bitcoin hat man es ja auch gesehen, irrsinniger Anstieg, ja. Vielleicht macht der Bitcoin jetzt sogar die Hälfte meines Portfolios aus, dann würde ich mir schon Gedanken machen. Gerade jetzt, wenn man sich die letzten 3, 4 Monate anguckt, dann hat das erhebliche Gefahren fürs Portfolio geborgen. Aber letztlich ist das wahrscheinlich so, ja, da muss man mit einer gewissen Lässigkeit vorgehen und sagen, entweder man glaubt langfristig dran oder nicht. Denn sind ja auch keine realen Werte eigentlich hinterlegt bei den Kryptos. Das lebt ja ausschließlich von den Erwartungen der Anlegerinnen und Anleger. Die Preisgestaltung im Kryptowährungsbereich ist noch viel weniger festzumachen an etwas, was wir vorhin Reversion to the Mean genannt haben. Also das gibt es bei Kryptowährungen nicht. Reversion to the Mean ist etwas, dass sich zum Beispiel Kurse langfristig angleichen an fundamentale Daten von Unternehmen beispielsweise bei Aktien. Ja. Da würde ich das gelten lassen bei Kryptowährungen. Ich würde auch bei Kryptowährungen immer versuchen, dann auf das Gesamte, also auf die einzelnen Bestandteile zu gucken und nicht nur den Gesamtbetrag, weil das hat ein hohes Frustrationspotenzial. Die eine Kryptoposition treibt dann alles nach oben für einen Moment und entsprechend auch danach wieder nach unten. Aber vielleicht ist tatsächlich gerade, wenn man das ma machen möchte, dass man sagt, was weiß ich traue mir diese 5% Krypto zu. Tatsächlich ist es da sinnvoll, öfters zu rebalancing und zu sagen, dann beschränke ich die aber auch wieder, wenn das auf 10% gestiegen ist und nehme die 5% raus. Was ja auch so ein Tipp für Einzelaktien ist, weil man sagt ja auch, dass man zwischen Einzelaktien ab und zu mal gucken muss, ob nicht diese 5 Werte auf einmal sowas wie Tesla eine unglaubliche Dominanz hat, dass man da einfach mal eine Hälfte davon raustut. So. Das aber nur am Man Rande. sollte sich auch darüber bewusst sein, wenn wir nach der Buy-and-Hold-Manier investieren, wo man eben teilt in Risikokomponente und Sicherungskomponente. Also Kryptos, sind Risikokomponente. Ganz klar. Also das muss man quasi gegen Aktien gegenrechnen, diesen Anteil, den man sich in Kryptos dahinlegt. Das ist vielleicht eine Diversifikation, aber auf keinen Fall ist das etwas, was eine Anleihenkomponente ersetzen sollte.
Gibt ja Sehr noch wahr. andere Komponenten, über die man auch nachdenken könnte, ne? Was würdest du, ja genau, was würdest du sagen zu Rohstoffen? Also ich habe auch mal abgesehen von Gold, dass Edelmetalle jetzt wie eine enorme Preissteigerung gab, hätte ich jetzt im Depot, hätte ich Kupfer zum Beispiel investiert. Wie würdest du das, wo würdest du das hinsetzen und wie würdest du das rebalancen? Also bei Rohstoff-ETFs reden wir ja über einen Korb aus unterschiedlichsten Rohstoffen, meistens so 20 Stück, die einmal im Jahr tatsächlich rebalanced werden, nicht häufiger. Und wir haben jetzt eben die wahnsinnige Entwicklung im letzten Jahr gesehen durch die Erhöhung der Energiepreise, dass also tatsächlich Öl jetzt einen Wahnsinnsanteil ausmacht von diesem Rohstoff-ETF-Korb und auch zu einer ungeheuren Performance geführt hat. Also man konnte 45% mit einem Rohstoff-ETF locker machen letztes Jahr. Und das führt natürlich dazu, dass auch das Portfolio in Ungleichgewicht gerät. Und natürlich sollte man das anpassen. Denn kein Mensch weiß, also Rohstoffe haben ja, wenn man sich das anschaut, diese Rohstoffkörbe, die haben ja eigentlich einen ganz langen Abwärtstrend hinter sich. Die sind ja erst wirklich in letzter Zeit, ich würde sagen, in den letzten 1,5 Jahren wieder interessant geworden von der Performance her. Und da muss man sich schon wieder die Frage stellen, ja, sind die nächstes Jahr auch noch interessant? Ja? Ist denn Energie nächstes Jahr noch so teuer? Wie ist denn die Weltwirtschaft überhaupt, die Verfassung der Weltwirtschaft? Ist da Energie nach wie vor so ein Riesenthema? Ist es eine künstliche Verknappung? Also all das sind Dinge, die ich eigentlich gar nicht lösen kann als private Anlegerin oder Anleger, da eine sichere Prognose abzugeben. Deswegen sollte man sagen, wir stellen Rohstoffe wieder auf den Wert zurück, das Plätzchen, was sie einst im Portfolio hatten. Und das Gleiche gilt für mich genauso für Gold. Gold ist auch eine schöne Sache, wenn man sagt, entweder man diversifiziert auf Erlösquellen. Selber produziert Gold keinen Wert. Das ist ja auch nur ein Wert, der an einem Markt aus Angebot und Nachfrage, also Investorenerwartung entsteht. Könnte aber natürlich sein, dass Gold tatsächlich in ganz üblen Börsenphasen auch mal sehr stützend wirken kann auf das Portfolio, ne, wenn der nächste schwarze Schwan um die Ecke biegt. Deswegen kann man also durchaus auch so bis zu 10% Gold in sein Portfolio entsprechend einschließen. Entweder man macht es mit einem ETC, was heute sehr günstig ist, oder eben mit physischem Gold, wenn man das unbedingt möchte, dann hat das Gold eine Sicherungsfunktion, ist aber trotzdem nach wie vor riskant und sollte auch in die Risikokomponente eingerechnet werden. Und genauso wie ein, wie du eben genannt hast, ein Emerging Market ETF oder auch ein Rohstoff ETF gleich mit rebalanced werden. Also wenn Und ich irgendwann gesagt ja. habe, Gold soll jetzt, sagen wir mal, 10% ausmachen in meinem Portfolio, habe ich eine Entscheidung getroffen. Wieso bin ich dann ein Jahr später anderer Meinung, nur weil es gut gelaufen ist? Also du würdest Gold als Einzelrohstoff der Risikokomponente zuordnen. Und ein Einzelrohstoff sowieso und ein Rohstoff ETF oder einen ETC mit einem Basket auch. Ja, also ein Einzelrohstoff jetzt, es gibt sogar als ETF jetzt ETC investierbar Nickel und Kupfer, kann man machen, also physisch hinterlegt, wohlgemerkt. Nicht physisch gab es ja schon länger, aber physisch hinterlegt, ist relativ neu noch, kann man machen, ist hochspekulativ. Und wer sich eine sichere Prognose zutraut fürs nächste Jahr, wie sich der Kupferpreis entwickelt, der kann das gerne machen. Oder die. Ja. Ich werde es nicht tun. Wir geben keine Prognosen ab. Macht irgendwo keinen Sinn bei so einem Einzelinvestment. Und wenn man sich aber gesagt hat, ich glaube an Kupfer und Kupfer soll eben 5% meines Portfolios ausmachen, dann muss ich es auch ins Rebalancing entsprechend einbeziehen. Ganz klar. Ja. Bleiben noch die Sparpläne. Was mache ich, wenn ich Ja. jetzt kein Geld habe zum Nachkaufen? Weil das wäre ja das Einfachste. Dann würde ich einfach, ich habe ja bei Sparplänen auch dann eine quasi ein Portfolio, ein Depot und ich könnte die einzelnen Komponenten nachkaufen, wenn ich das jetzt nicht habe, sondern lasse einfach meine Sparpläne weiterlaufen. Was mache ich dann? Also bei den Sparplänen habe ich natürlich eine monatliche Rate. Sagen wir mal, ich habe zwei ETF-Sparpläne. Der eine, wieder dieses Beispiel 50-50, der eine ist ein Sparplan auf den MSCI World und der andere auf einen Euro-Anleihen-ETF, risikolos. Und mein Depotwert, den ich angespart habe, hätte sich jetzt verschoben, so wie wir es da vorhin zum Beispiel gesehen haben. Da kann ich das genauso machen, ja? Also entweder eine Anpassungstransaktion und dann weiß ich, ich muss so und so viel vom einen loswerden und so viel vom anderen kaufen. Und das geht mit ETF-Sparplänen. Da stellt man einfach mal einmal im Monat die Rate anders ein. Oder ich mache es eben auch mit einer Anpassungstransaktion und stelle zum Beispiel die Rate für Anleihen in einem Monat mal ein bisschen höher ein und schwupps,
schon habe ich mein Portfolio rebalanced. Denn das Tolle an den ETF-Sparplänen ist, die Anpassung ist kostenfrei. Ich muss nur selber so weit mitdenken, dass ich ungefähr rauskriege, okay, wie hoch muss jetzt die Anpassung der Sparrate sein, damit das wieder im Gleichgewicht ist. Und da sollte ich auch nicht unbedingt den Anspruch dran legen, dass das auf die dritte Nachkommastelle zu optimieren ist, sondern wirklich nur Pi mal Daumen, dass ich mir ausrechne, wie viel brauche ich in einem Monat mehr, damit das Ganze wieder ungefähr in die 50-50-Richtung kommt. Also wenn ich mir diese Allokation überlegt habe. Aber das geht. Ja, das geht ja. Plausibel. Hier ist eine Frage und zwar, und jetzt an der Stelle vielleicht auch nochmal die Erinnerung daran, Sie können wie immer Fragen stellen, habe ich am Anfang gar nicht gesagt. Rechts ist dieses Fragepanel, geben Sie da einfach Ihre Fragen ein und hier ist eine, wir hatten schon ein paar und jetzt kommt noch eine. Aktien, würdest du einzelne Aktien auch auf die Risikoseite legen? Also würdest du die als Risikokomponente berechnen? Also Aktien sind sehr weit auf der Risikoseite, Einzelaktien. Denn ich bin großer Fan von ETFs und von Diversifikationen. Im MSCI World sind 1600 Werte drin, nur als Beispiel. Das verteilt die Chancen und Risiken eben auf viele Schultern und vor allen Dingen die Risiken. Also sobald man zum Beispiel 40 Aktien hat im DAX, dann ist das Risiko erheblich niedriger und zwar deutlich niedriger als der Faktor 40, da tatsächlich betroffen zu sein von den Schwankungen eines einzelnen Wertes. Also für Einzelaktien, selbst wenn man langfristig investiert, muss man sich schon recht sicher sein, bei dem, was man kauft und wie die Aussichten sind. Und man muss sich auch darüber bewusst sein, dass das aufgrund, unerwarteter Ereignisse mal ganz anders laufen kann. Und hast du eine Empfehlung, wie man bei mehreren Depots diesen Überblick behalten kann? Also da wäre meine Empfehlung tatsächlich, also manche legen ja mehrere Depots an, da wäre meine Empfehlung tatsächlich, hier mal unser Tool auszuprobieren von Just ETF. Da ist auch, wenn man das macht, da würde man eben sämtliche Positionen in ein Portfolio einfüllen und dann das Rebalancing vornehmen. Das kostet übrigens in der kostenfreien Variante, also kostet erstmal nichts. Ja. In der kostenfreien Variante hat man ein Rebalancing frei. Zum Ausprobieren. Ist also ohne Risiko für Nutzerinnen und Nutzer. Allerdings kann man bei uns nur ETFs hinterlegen. Also wer Einzelaktien hat, wird damit nicht glücklich. Ja, aber wer ETFs hat und ETNs und ETCs, da funktioniert das ganz gut. Und das wäre tatsächlich mein Tipp, das einfach mal auszuprobieren. Und dann noch eine Frage, hast du eine Meinung zu Robo Advisern, die ja Einzelanlegern diese Entscheidung des Rebalancing abnehmen? Ja, das ist natürlich sehr bequem, wenn das im Service des Robo-Advisors drin ist. Also nicht jeder Robo-Advisor ist automatisch ein passiver Buy-and-Hold-Investor im Sinne des Anlegers oder der Anlegerin. Also das muss man sich erstmal genau angucken. Wie arbeitet eigentlich der Robo-Advisor? Ne, ist da ein Buy-and-Hold-Investment-Ansatz dahinter? Wenn man das ergründet hat, dann wird man ja beim Robo-Advisor recht ausführlich abgefragt, wie die Risikopräferenzen sind und entsprechend wird das Portfolio gestaltet. Und das ist ja nur konsequent, da auch ein entsprechendes Rebalancing dann letztlich vorzunehmen. Und da würde ich mir einfach nur mal die Gebühren dafür angucken. Also die Robo-Advisor verlangen nun mal laufende Gebühren, die dann noch zu Buche schlagen, die meine Rendite schmälern. Das muss ich damit vergleichen, wie es ist, wenn ich das in Eigenregie mache mit 2 bis 4 ETFs, vielleicht sogar nur 2 ETFs. Die sind schon ganz gut, was die Diversifikation angeht und ob ich das nicht selber hinkriege. Und dann habe ich im Jahr vielleicht, hängt natürlich vollkommen von meinem investierten Betrag ab, habe ich im Jahr vielleicht noch mal eine Ersparnis, eine Überrendite von, sagen wir mal, 0,7% oder 1%, was auch immer die Robo-Advisor da extra verlangen. Aber das ist eine Entscheidung, die kann jede und jeder selber fällen. Möchte man diesen automatisierten Komfort gerne haben, dann ist so ein Robo-Advisor nicht schlecht. Aber man muss sich wirklich vorher genauer angucken, ist es das, was man will? Ja, folgt dieser Robo-Advisor so einem klassischen Buy-and-Hold-Ansatz und was nimmt er an Kosten dafür? Ja, die Verwaltungsgebühr. Man hat sozusagen auf der einen Seite die Verwaltungsgebühr, auf der anderen Seite halt, also auf der Habenseite, auf der Pro-Seite keine Handelskosten, aber auf der wiederum auf der Negativseite weiß man nicht, wann das wie wo ausgeführt wird. Das ist, finde ich, immer so eine Blackbox. Das, okay, kann gut sein, muss aber nicht. Und die ETF-Kosten hat man ohnehin. Das hat damit an der Stelle ja nichts zu tun, weil die gehen ja direkt von der Performance der ETFs ab, auch bei Robo-Advisern.
Also es ist Genau, ja also in dem Augenblick wenn ist der es. Robo-Advisor ETFs verwendet, ja. Was ja die Mehrheit eigentlich tut. Also ist jetzt so mein Eindruck. Ja, Oder es gibt auch bist du welche, da? die arbeiten mit Dachfonds, manche haben noch andere Fonds dann drin, es gibt sogar welche mit aktiven Fonds. Aber selbst da, wenn ich mir eine Meinung gebildet habe, bei aktiven Fonds müsste ich es auch rebalancen, konsequenterweise. Ja. Also da würde ich erwarten, dass das im Service mit drin ist. Und genau wie du sagst, die haben dann zwar keine Transaktionskosten, aber das ist über eine Pauschalgebühr dann entsprechend gerechnet. Das kann man sich vorher angucken und auch überlegen, was kostet das? Also ist ja nicht vollständig intransparent, aber transparenter ist es natürlich, wenn ich alles selber mache und kriege dann die genaue Abrechnung vom Online-Broker. Also in Eigenregie ist die transparenteste Möglichkeit und dann eben mit ETFs. Die günstigste, aber auch auf der anderen Seite die aufwendigste. Oder Ja, aufwendigere, sagen wir mal so. die aufwendigere. Also einmal im Jahr sich die Arbeit zu machen und an einem schönen Mittag, wie du sagst, wenn sich gut handeln lässt an der Börse, vielleicht ein paar Orders auszuführen, ist wahrscheinlich kein so großes Opfer. Ja, und ich finde auch, man sollte einmal im Jahr über die Performance seines Robo-Advisors nachdenken an der Stelle. Und das auch nicht einfach so unbetrachtet laufen lassen. Im Vergleich gesehen, ja. Ja. Wenn noch Fragen sind, dann ist es jetzt genau der Moment, sie zu stellen. Und nee, wir haben aber alles beantwortet. Dann danke ich dir vielmals, Jan, dass du da warst für diesen Jahresauftakt von Börse at Home. Nächste Woche haben wir Gerd Kommer zu Gast. Er spricht mit Fabian Lindner über, wie werde ich wirklich reich? Steile These. Ich bin gespannt, was er dazu sagt. Und Jan, wir sehen uns bestimmt wieder hier, auch auf dieser Plattform. Würde mich sehr freuen. Und Ihnen allen wünschen wir beide, sage ich mal, ein sehr erfolgreiches Anlagejahr 2022. Ja, ich werde gern wieder dabei sein und auch meine besten Wünsche für das Anlagejahr 2022.